sind heute in der Ruhr und weihen den gewässerökologischen Lehrpfad ein. Ja, dann eröffnen wir doch unsere wunderbare Einweihung des gewässerökologischen Lehrpfades heute hier in Schwerte am Ruhrwanderweg. Und wir freuen uns ganz besonders, dass alle Akteure, die sozusagen mitgestaltet haben, die es entwickelt haben, auf den Weg gebracht haben, hier heute dabei sein können. Das ist ja nicht selbstverständlich, weil ja eigentlich die Schulzeit für euch längst vorbei ist. Und deswegen tausend Dank, dass ihr heute dabei seid. Ohne euch wäre das ja gar nicht möglich geworden. Und wir begrüßen natürlich auch... ganz, ganz herzlich auch die weiteren Sponsoren, die unterstützt haben, finanzieller Art, der Anglerverein hier an der Ruhr, der Grundstücke zur Verfügung gestellt hat, die sozusagen mit den Schildern bebaut werden durften. Wir freuen uns, dass heute Herr Axurgus, der Bürgermeister der Stadt Schwerte, mit dabei ist und wie gesagt, danken allen, dass das Projekt zu so einem tollen Ergebnis geführt werden konnte. Ich gebe gerne an Herrn Hippert weiter, der viele, viele Details noch dazu berichten kann. Ja, vielen Dank für die Einführung. Ja, auch von mir nochmal danke, dass ihr gekommen seid. Ich weiß, das ist nicht mehr selbstverständlich, dass man nach der Schulzeit auch noch die Zeit... Aber ihr seid natürlich auch stolz auf eure Schilder. Und das ist ja auch das Besondere an dieser Art von Unterricht, dass das ein Projekt war wirklich. Ne? Wir sind wirklich ergebnisoffen reingegangen. Das hat natürlich für viel Kopfzerbrechen auch zwischendurch gesorgt. Ne? Aber das Ergebnis kann sich, glaube ich, sehen lassen. Was zu sagen ist noch zu dem Lehrpfad. Wir hatten uns entschieden, die Gewässerökologie deswegen zu nehmen, weil das ein großes Thema ist in der letzten Zeit. Thema bei uns an der Schule seit langem. Wir haben den Biochemiekurs, der sich jedes Jahr damit beschäftigt, mit der Gewässerökologie und an der Ruhr Untersuchungen macht, Bestandsaufnahme von Arten. Und natürlich tragen wir das auch im Namen unserer Schule. Das war wichtig für uns. Das hat uns alles dazu bewogen. Dann würde ich jetzt hier, ich würde mal den Bürgermeister einmal zu mir bitten noch, den Herrn Axurgis. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und vielleicht könnten Sie jetzt einfach sagen, einen Satz noch sagen und das eröffnet ist. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Ja, das tue ich gerne, aber gestatten Sie mir doch noch zwei, drei Sätze mehr als nur die Eröffnung des Lehrpfades. Das ist zwar immer die einfachste Aufgabe, ein Band durchzuschneiden oder zu sagen, hiermit eröffne ich in dem Fall einen Lehrpfad, aber es ist, glaube ich, bei dem Projekt doch notwendig, nochmal ein paar Leuten zu danken. Ich möchte starten bei denjenigen, die jetzt schon mehrfach genannt worden sind, weil es auch nicht selbstverständlich ist, tatsächlich sein Grundstück bereitzustellen für solch eine Maßnahme. Und das wissen wir aber, dass der Sportanglerverein und gerade auch Sie beide sehr engagiert sind und immer dabei sind, wenn es darum geht, gute Projekte umzusetzen. Also herzlichen Dank an den Sportanglerverein für dieses Engagement. Bitte, bitte, herzlich gerne. Bei solchen Projekten ist es aber oft so, dass es immer notwendig ist, das Geld noch bereitzuhalten. Und da ist natürlich nicht nur, aber vor allem auch unsere Sparkassenstiftung immer gerne dabei. Herr Knoche ist immer gerne in der zweiten Reihe, verstehe ich überhaupt nicht. Ah, okay. Ja, aber die Sparkassenstiftung hat sicherlich ganz wesentlich dazu beigetragen, dass das Projekt realisiert werden kann. Ich finde es aber besonders schön, dass auch alle anderen hier auch verewigt worden sind, die unterstützt haben, auch heute teilweise zumindest dabei sind und die zum Gelingen dieses tollen Projekts beigetragen haben. Also an die Sponsoren, die das Geld bereitgestellt haben, auch nochmal einen Applaus und herzlichen Dank für dieses Engagement. Vorletzte Gruppe, denen ich danken möchte, das sind Schulleitung/Lehrer des Ruhrtal-Gymnasiums, weil so ein Projekt sicherlich auch Nerven kostet. Also ich habe jetzt die jungen Menschen gerade kurz nur kennengelernt oder gesehen, sicherlich ganz wenig Nerven, die haben das alles ganz toll gemacht, da komme ich gleich nochmal zu, aber manchmal ist es ja bei Projekten so, dass auch Lehrerinnen und Lehrer ganz engagiert dabei sein müssen, damit so ein Projekt auch funktioniert. Und ich glaube, wir haben gerade einen kleinen Eindruck bekommen, mit welchem Herzblut Sie dabei sind bei diesem Projekt und
dass dieses Projekt für Sie auch so eine Herzensangelegenheit war. Und insofern an die Schulleitung, die das ermöglicht hat, an die Lehrerschaft, die dabei geholfen hat, auch nochmal herzlichen Dank für dieses Projekt. Vielen Dank. So, und die letzte Gruppe, die ist so zerstreut gerade. Einige sind zu spät gekommen, naja, aber das macht gar nichts. Die letzte Gruppe sind diejenigen, die das Ganze tatsächlich, wie ich gerade erfahren habe, vom Design auch bis zum Inhalt realisiert haben und die gar nicht mehr an der Schule sind. Ja, aber trotzdem der Schule und auch der Stadt Schwerte verbunden geblieben sind, sonst wären sie heute nicht da bei tollem Wetter, an dem man sicherlich auch nochmal was anderes machen könnte. Aber das zeigt nochmal, dass dieses Projekt offensichtlich auch bei den Schülerinnen und Schülern Anklang gefunden hat und dafür gesorgt hat, dass man dieses Projekt bis zum Ende durchzieht, etwas Tolles daraus macht. Ich durfte ja gerade so ein bisschen lauschen, aber parallel auch lesen und dazu beiträgt, dass etwas für die Stadtgesellschaft gemacht wird. Und auch das ist nicht selbstverständlich, dass man im Unterricht als Schülerinnen und Schüler nicht nur etwas für seine und ihre Abiturnoten macht und für den Unterricht macht, sondern dann auch sich verewigt und etwas für die Stadtgesellschaft gemacht hat. Und dann auch noch mit einem Projekt, das tatsächlich hochaktuell ist und ganz bedeutsam ist, mit diesem Projekt gewässerökologischer Lehrpfad. Insofern danke an euch, an die Schülerinnen und Schüler, die zu diesem Projekt beigetragen haben bzw. das Projekt realisiert haben. Herzlichen Dank. Ja, und wir haben, glaube ich, auch wieder, wie nennt ihr euch nochmal? RTG-TV. RTG-TV an Bord. Auch das ist ein tolles Projekt der Schule. Gratulation dazu. Und toi 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 bei allen weiteren Projekten, die vor euch stehen und bei den ganzen Interviews. Und für euch jetzt extra das offizielle: Hiermit eröffne ich als Bürgermeister den gewässerökologischen Lehrpfad. Herzlichen Dank. Des gewässerökologischen Lehrpfads. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. By the way, am Sonntag gibt es eine neue Folge RTG TV und Tür. Tschüss! Tschüss.